Hallo zusammen, hier ist wieder euch Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns nämlich die Mounts aus dem Handelsposten vom August 2024 angucken und in dem Zuge würde ich sagen, schauen wir uns natürlich die ganzen Items an und als allererstes brauchen wir ein paar Marken und zwar brauchen wir die Händlerdevisen. Und ja, dafür habe ich schon einige Aktivitäten abgeschlossen. Man muss ja quasi einen Balken auffüllen, um dann dementsprechend die 1000 Marken aus der Kiste zu kriegen. Dazu sind wir einmal in SW beim Handelsposten-Symbolchen. Selbiges gibt es dann auch nochmal in Ogrimmar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was die Monatsbelohnung ist. Und ja, da... Oh, es sah jetzt so aus, ob ich zweimal 1000 Händler-Devisen kriege. Aber nee, schade. Ich hab mich kurz schon gefreut, ne? Also wir haben hier diesen Rücken quasi. Und das ist ja so ein Holzgestell mit einer Zielscheibe drauf. Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen größer auch zeigen. Das Ding, ja, ist jetzt ganz nett. Haut mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Ich werde jetzt übrigens die Bredouille haben, dass ich nicht mehr alle großen Sachen kaufen kann. Also ich kann mir auch nicht beide Mounts kaufen. Bedeutet, eins muss ich euch jetzt halt dann da hinten im Stall zeigen. Juti, dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir erstmal zwei Mounts, die wir uns holen können. Wir haben nämlich einmal den Kriegssäbler der Korkron. Und wer aufgepasst hat in der WoW-Lore, weiß, dass die Korkron hier ein quasi, ja, Rasse kann es jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall eine Fraktion bei der Horde sind. Und ihr seht, das ist einer der ersten, ich glaube, der erste Säbler, den man in einer Horden-Rüstung sieht. Und selbiges gibt es dann für die Allianz auch, und zwar Schildwachen Kriegswolf. Und da haben wir jetzt einen Kriegswolf der Horde quasi in der Nachtelfenrüstung. Das sind die beiden Mounts für diesen Monat. Wie ich schon gesagt habe, leider habe ich nicht genug Punkte, ne? 1200 kosten die zusammen. Und da muss ich leider erstmal Abstriche machen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ich weiß nicht, ich sag's euch ganz ehrlich, die Mounts sind ja im HD, sieht alles ganz cool aus, aber es sieht für mich immer noch falsch aus. Der Säbler mit der Hordenrüstung und der Wolf. Gut, der Wolf, finde ich, geht noch eher als der Säbler. Ich weiß nicht, der sieht irgendwie für mich falsch aus. Ich würde sagen, den Säbler packe ich jetzt mal unten rein. Dann können wir den nämlich einfrieren. Also ihr seht das jetzt nicht, da das Overlay drauf ist, aber den habe ich jetzt mal eingefroren. Und ich kaufe mir jetzt als erstes mal den Wolf. Der sieht für mich weniger falsch aus. Und deswegen holen wir jetzt als erstes mal den. Gut, also das haben wir schon mal. Ich habe jetzt noch 480 Punkte über. Und dann gucken wir uns jetzt mal den Rest noch an. Was wir jetzt hier haben, ist einmal Arsenal Feuer geborene Klinge. Ist ein ganz nettes Schwert mit diesem roten Diamant. Macht schon was her. Dann haben wir Arsenal Meergeborene Klinge. Das ist quasi dieselbe in Blau. Muss sagen, die rote finde ich cooler. Dann haben wir noch ein weiteres Arsenal. Und zwar haben wir jetzt hier diese Hämmer, die tatsächlich zu dem Set passen, das man für die Collector's Edition bekommt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der ganz höchsten dabei war oder bei der mittelhohen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz... Da gibt es ja eine HC und eine epische Version. Und da gibt es quasi so Sets. Und die Hämmer passen da tatsächlich gut dazu. Wir haben nämlich einen hier mit so einem lila Steinchen drauf. Dann haben wir einen mit einem roten. Wobei auch der Farbton des Hammers an sich ändert sich. Ne? Das ist hier jetzt eher golden mit ein bisschen braunen Elementen. Und hier haben wir ein helles und ein dunkles Silber. Und dann haben wir jetzt hier nochmal einen ganz hellsilbernen mit einem orangen Diamanten drin. Sieht auf jeden Fall, die sehen ganz cool aus, aber T-Mox kann ich mir definitiv keine leisten, weil ich schon fürs Mount keine Punkte mehr habe. Dann haben wir ein Murloc-Pad und zwar schimpft sich das Wortli, der Besorgte. Der hat eine weiße Flagge dabei, also der ist anscheinend am Aufgeben. Das Schild hat auch schon ein bisschen was abgekriegt. Das hat ein ähnliches, wir haben hier so ein ähnliches Schild, was wir uns auf den Rücken holen können, ne? Den Wargly, den kaufe ich mir tatsächlich auch. Denn, also ich habe mir überlegt, ob ich die Punkte sparen, dass ich auf jeden Fall das Mount reichen. Ich bin aber zurzeit noch bei den Pets World Nummer 1 beim, von den Collection Pets. Und bei den Mounts bin ich eh nicht auf Platz 1. Also von dem her ist eigentlich das mit den Pets was wichtiger. Und beides bringt mir für Data for Azeroth insgesamt 100 Punkte. Deswegen nehme ich mir jetzt das Pet mit und einen Mount. Und das andere spare ich mir. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nächsten Monat nicht ausgehen wird, dass ich da 600 Punkte über habe. Aber man kann ja noch hoffen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Ob ihr ähnliches Problem habt wie ich, dass ihr euch jetzt nicht alles holen könnt.
Also abgesehen von Temok, ne, da kann man sich nie alles holen, aber gut. So, dann gucken wir mal die weiteren Temok-Sachen noch an. Dann trösten wir uns ein bisschen drüber hinweg, dass wir jetzt hier nicht alles kriegen. Wir haben einmal Flügel, und zwar amethystfarbene Monarchenfalterflügel. Das sind die hier. Dann haben wir dieselben Flügel nochmal in... Ah ja, okay, ich habe mal wieder ein Disconnect. Da müssen wir das wohl neu machen hier. Oder, naja, ich logge mal wieder ein. So, jetzt habe ich wieder eingeloggt. Wir waren jetzt bei den Flügeln stehen geblieben. Mir wurde jetzt aber auch gerade im Stream gesagt, dass ich was nicht gezeigt habe bei den Hammern. Und zwar, die haben hier auch diese Blitzeffekte. Es gibt ja bei den Sets, da hatte ich auch schon ein Video gemacht, einmal das Standard-Set immer pro Farbe. Und dann gibt es die Sets auch noch mit diesen Blitzeffekten, ne? Und das gibt es bei den Hammern tatsächlich auch. Und das muss ich sagen, da sieht der Rote schon ziemlich nice aus mit dem Effekt. Ah, also die sind schon echt cool. Muss ich sagen, aber ich habe definitiv keine Punkte dafür über. Genau, wir waren bei den Flügeln stehen geblieben. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Äxte. Ich finde es immer blöd, wenn die Kampfanimation... Warte mal, kann ich das wegmachen? Ah. Nee, ich muss sagen, nee, das versetzt, das sieht nicht geil aus. Sieht aus, ob es irgendwie ein Grafikbug oder Glitch ist. Ich sage euch, wie es ist. Vor allem, das ist doch auch voll unwuchtig, oder? Wenn das auf... Weiß ich nicht, nee, also ich finde die nicht gut. Dasselbe nochmal in Orange. Dann haben wir einen Saphir-Dolch. Ich weiß nicht, der haut mir auch nicht um. Dann haben wir eine Saphir-Kriegsklewe. Die ist okay. Dann haben wir den gleichen Dolch nochmal in Rot. Haut mich immer noch nicht um. Dann haben wir die Klewe nochmal in Rot. Dann haben wir jetzt eine Donnerbüchse. Das ist doch... ich glaube, die gab es in Burning Crusade schon. Das sehe ich einmal, weil ich die von damals, meine ich, kenne. Und schaut euch die Grafikdetails an. Ich weiß jetzt nicht, warum Blizzard von so uralt Waffen eine neue Farbvariante in den Handelsposten reinpackt und die Texturen so beschissen lässt. Also sie haben wirklich nur einen Recolor gemacht. Also da bin ich kein Fan von. Was will man mit so einem uralt... schaut euch mal das an. Da siehst du die einzelnen Pixel von dem Ding. Nee. Dasselbe dann nochmal in Rot. Weiß ich nicht. Schaut euch das an. Hier bei der Bemalung, da siehst du die Pixel. Was haben wir denn noch? Dann haben wir den azurfarbenen Sargon des Händlers. Das ist hier dieser Rock. Dann haben wir eine Schildhand, die eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Dann haben wir noch Taschenuhren. Leider können wir nicht näher ran scrollen, aber das ist eine rote und eine blaue oder Saphir- bzw. Rubinfarben für die Fachkundigen unter uns. Dann haben wir einen scharlachroten Folianten. Das ist derselbe, wie wir vorher hatten, bloß in Rot. Das leuchtet, ganz cool eigentlich. Dann haben wir hier einmal azurblaue Schultern des Duellanten. Und dasselbe geht auch nochmal in Rot. Dann haben wir einen Saphirstab des Beschwörers. Das ist auch so ein uralt Model. Das ist, glaube ich, auch aus Burning Crusade oder sogar aus Klassik, ne? Weiß ich nicht. Dasselbe ist auch nochmal in Rot. Also ich glaube, das Thema von diesem Monat ist einmal alles in Blau und einmal alles in Rot. Das ist auch wieder so ein uralt Model. Einmal auch wieder in Blau und, lass mich raten, ah ja, in Rot gibt es das auch nochmal, wer hätte es gedacht. Dann haben wir da die zwei Sachen, die ich mir gekauft hatte. Und dann gibt es jetzt noch einen Haufen alte Sachen. Und hier ist jetzt der ursprüngliche lilane Hammer dabei. Auch wieder mit dem Blitzeffekt. Und was haben wir dann? Ah, hier haben wir diese Klingenmeister-Halsketten, ne? In Blau und in Rot. Ah ja, Blau und Rot, kennen wir von oben. Dann haben wir den roten Sargon. Dann, ah, dieser Transmogrifizierer. Das Toy ist das. Ich dachte mir gerade, ich kriege einen Astralen, aber nein, das ist ein Toy. Dann haben wir hier die azurblaue Kapuze des Vagabunden. Den Umhang, also blau und dann selbiges wieder in Rot. Dann haben wir noch ein paar Mounts und zwar haben wir einmal Glutmane-Schlachtross und das Himmelsschlachtross. Die waren beide schon mal drin. Die war, achso, das steht auch wieder August dran, ne? All the Things, aber die waren vorher auch schon mal dabei. Und dann haben wir noch zwei Schilde, einmal des Grunzers und einmal Stadtwachen-Schild haben wir dann noch, oder Langschild so rum. Das muss ich sagen, sieht cool aus. Seht ihr diesen glänzenden Lichteffekt? Das hast du bei so Uralt-Models nicht. Gut, das Hordenschild hat sowas jetzt nicht dabei, aber das eine zumindest. So, jetzt würde ich sagen, packen wir noch unseren Schildwachen-Kriegswolf aus. Nicht zu lange fort. Jetzt nochmal Kriegs Seht irgendwas. Schild. Ah ne, Schildwachen Kriegswolf. Ja, okay. Schildwachen.
hier schon wieder irgendwelche... Warum habe ich den Handelsposten rausgenommen? Weird. Genau das, was ich suche. Okay, also da haben wir ihn. Den Wolf. Ja, zumindest hat er halt T-Texturen. Es wird nicht mein Lieblingsmount, aber ist okay. So, das andere Mount konnten wir uns ja leider nicht leisten. Aber das können wir uns jetzt hier angucken. Das ist der Teaser. Der hat sogar so einen... so ein... Ja, was ist denn das? Eine Axt als Schwanz im Endeffekt, ne? Also da willst du nicht zu knapp überholen, weil sonst kriegst du eine Axt mit rein. Naja, gut. So viel dazu. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, für was ihr euch entschieden habt, beziehungsweise ob bei euch die Punkte gereicht haben. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder und gucken, was da so drin ist. Und ich hoffe, dass da vielleicht nur ein günstiges Teil drin ist, dass ich mir das Mount noch holen kann, das ich jetzt eingefroren habe. Damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.